Ja, moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal und erstmal gehen liebe Grüße an den lieben Enseno raus. Sei gegrüßt, du hast mir ja mal das Mediabook geschenkt in einem Mystery-Paket und zwar In Hell von Inked Pictures aus dem Jahre 2003. Und jetzt geht's mal ab in die Ego-Perspektive und es ist gerade richtig dunkel geworden. Ja, bei diesem Film handelt es sich um einen ja etwas ruhigeren Film von Jean-Claude Van Damme. Ja, hier ist er mit seiner Frau in Russland. Ne? Und seine Frau wird überfallen und vergewaltigt. Er kommt leider zu spät nach Hause. Dieser Mann, der seine Frau vergewaltigt und getötet hat, kommt natürlich vors Gericht, wird freigesprochen, weil er ein hohes Tier bei der Mafia ist. Er schnappt sich halt die Waffe von dem einen Wachmann und pustet ihn halt weg. Und darauf kommt er halt in das härteste Gefängnis Russlands. Ja. Und hier hat man eine Blu-ray-DVD-Kombination von Inked Pictures. Ne. Ein solider Knastfilm. Ich wusste jetzt gar nicht, dass der Film jetzt schon so alt ist, von 2003. Wow! Ja. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ja. Hier sieht man dann auch noch wie seine Frau wiederkommt. Die Seelen werden wiedergeboren und kommen als weiße Motte wieder zurück. Und er denkt halt die ganze Zeit an seine verstorbene Frau. Und in dem harten Knast versucht er dann halt auch wirklich über die Runden zu kommen. Was nicht immer leicht ist, weil es dort Mörder, Vergewaltiger etc. so gibt. Ne? Oh. Ein etwas ruhigerer Film mit dem lieben Jean-Claude. Also hier hat er echt wenig drauf. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlimm. Der Film hat durchaus richtig harte Gewaltdarstellung. Und hier laufen Ameisen. Nee, es sind nur Fliegen. Ja. Wie hat er mir eigentlich gefallen? Eigentlich war der Film recht okay. Ne? Hier nehmen wir jetzt nochmal hier die DVD noch mal raus und gucken uns hier das gesamte Artwork jetzt noch mal an. Boah. Wie ihr seht, ja, ist leider nicht so viel mit dem Booklet, ne? Das von Inked Pictures. Ne? Gucken wir uns jetzt hier auch hinten noch mal die ganzen Sachen einmal an. Hier haben wir eine Stückzahl von 500 Stück. Ich habe die Nummer 289. Der Film läuft 97 Minuten. Hier hat man auch noch Bonusmaterial an Bord. Und meins ist das Cover A. Hier haben wir dann nochmal den schönen Spine. Den kann man sich auch nochmal gut begutachten. Ne? Ja. Irgendwie will das heute nicht so richtig fokussieren. Ich finde den Film eigentlich richtig klasse. Oh, dieser Film In Hell hat mir richtig gut Spaß gebracht. Hier muss man natürlich seine Erwartung etwas runterschrauben. Also hier hat man einen Jean-Claude Van Damme, der erst zur Kampfmaschine gezwungen werden muss. Und ich finde das Werk jetzt dennoch gar nicht mal schlecht. Hier das Mediabook ist eigentlich ziemlich gut verarbeitet überall. Na, gut, das Tray, das ist abgegangen und war plötzlich an einer anderen DVD dran. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Vielleicht war mein Neffe bei meinem Regal bei und hat sich das Mediabook rausgezogen oder so. Ich habe keine Ahnung. Dennoch ein unterhaltsamer Film aus dem Jahre 2003. Ich hoffe, euch hat das kleine Video Spaß gebracht. Jetzt hat sich das endlich mal wieder ein bisschen abgekühlt. Wir hatten heute über 30 Grad. Luft. Man kriegt wieder Luft. Und ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Euer Pit, der Flohmarktmaster.